Hallo, da ist die Eva. Würde gern was zu meinem Namen wissen. Ein sehr schöner gebräuchlicher Vorname. Eva, was kann man dazu sagen? Eva, die erste Frau natürlich, übersetzt die Lebensschenkende. Eva, du dürftest ein sehr ehrgeiziger Typ sein. Du könntest vielleicht irgendwo im Lehramt oder irgendwo Ärztin sein oder vielleicht auch im Laboratorium. Auf jeden Fall willst du nach oben, also es ist ein sehr stark ausgeprägten Ehrgeiz. Nach außen hin wirkst du sehr tough, aber du hast auch sehr, sehr verletzliche Anteile. Die Eva könnte zum Beispiel auch eine Psychologin sein, die dann abends selbst auf der Couch liegt, um ihre eigenen Schwächen dann auszubügeln. Ja, also das kann man so sagen, dass ich nach außen wirklich sehr tough wirke, aber innen drin auch einen ganz, ganz weichen Kern habe. Wie ist denn das mit der Eva? Kann die sich an Regeln halten? Weil wir kennen ja die Eva von Adam, die da einfach frecherweise in den ollen Apfel gebissen hat. Ja, die Eva ist keine Anarchistin. Also wenn es ums Apfelreichen geht, dem Mann den Apfel zu reichen, dann ist das eher so im Haushalt, also in der Küche. Also die Eva ist nämlich so nicht die überzeugte Köchin. Also da gibt es halt eher nur den Apfel, den sie Also da reicht und nicht das Fünf-Sterne-Menü. Eva, stimmt das? So, sei ehrlich. Ja, das stimmt hundertprozentig so, ja. Einen schönen Tag noch.